Bam, Junge. Oh, was? Die nächsten Trophäen, über die ich sprechen möchte, sind die Trophäen, die sich darum handeln, einfach das Spiel zu spielen, die verschiedenen Modis zu spielen. Und zwar fängt das ja an mit Force Party, also drei frei für alle Spiele spielen in der Warteschlange. Und ich würde euch nur empfehlen, dass ihr das auch die erste Zeit lang macht, weil darunter kommt ja direkt die Trophäe Spiel 30 Matchmaking Games. Und das solltet ihr dann auch mit frei für alle gleich kombinieren, weil in frei für alle könnt ihr die späteren Trophäen, die noch kommen, freischalten, beziehungsweise besser freischalten oder schneller freischalten als in den anderen. Nur gebe ich noch eine Warnung raus, was die Ranked-Spiele angeht. Ihr habt später dann auch noch die Möglichkeit, andere Trophäen im Ranked-Modus zu erlangen, die ihr auch dann nur in dem Ranked-Modus erlangt. Und darum würde ich erstmal empfehlen, bleibt bei frei für alle, spielt euch erstmal ein, kriegt erstmal ein bisschen Skill, sag ich mal. Probiert ein paar Kombos aus, könnt ihr auch auf YouTube googeln ein paar Kombis und damit könnt ihr auch erstmal die Gegner wegfetzen und ein paar Runden spielen, bevor ihr in das Ranked reingeht. Also das könnt ihr erstmal außen vor lassen. Spiele drei Spiele in der Friendly 2 gegen 2 Matchmaking Queue, das könnt ihr auch eigentlich gleich machen, wenn ihr darauf Lust habt. Ja, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe jetzt die ganzen Trophäen, die ich für frei für alle brauche, beziehungsweise ich habe einfach mal Lust, einen anderen Modus zu spielen, dann spielt ihr einfach Friendly 2 gegen 2, kein Problem. Könnt ihr einfach suchen, auch alleine könnt ihr einfach suchen und dann findet da auch schon was, da braucht er unbedingt keinen zweiten, keinen Kumpel für, den ihr vorher suchen müsst und so. Was dann aber bei dem Rank 2 gegen 2 anders aussieht. Man sollte beachten, dass das unterschiedlich gewertet wird. Also wenn ihr 1 gegen 1 Ranked spielt, kriegt ihr ja eure Elo-Bewertung und das ist eine andere Elo-Bewertung, also separat wird das gezählt von eurer 2 gegen 2 Ranked Matchmaking Queue. Darauf sollte man auch immer achten, weil, wie gesagt, ihr werdet ja dann mit Gegnern eures Kalibers in eine Lobby geschmissen und da ist es schon besser, wenn ihr vorher ohne Ranked einfach zockt und euch Skills aneignet, um dann später, wenn ihr dann im Ranked seid, schon mal, sag ich mal, so eine gute Voraussetzung habt, um die Low Levels, mit denen ihr dann in eine Gruppe geschmissen werdet, weil ihr halt keine Bewertung habt, keine Ranked-Bewertung, um die dann zu rasieren und dann halt auch die Trophäen zu kriegen, die ihr noch braucht. Ja, drei Spiele im Brawl of the Week, das ist, denke ich mal, selbsterklärend, das findet ihr auf dem Dashboard. Custom.